Genau. Und der läuft jetzt. Jetzt läuft er. Okay, ja, dann möchte ich auch noch die Teilnehmer begrüßen, die jetzt über YouTube an diesem Webinar teilnehmen. Ich freue mich sehr, dass wir Sigmar Gabriel gewinnen konnten für dieses Webinar. Wir hatten Sigmar Gabriel auch schon als in echt vor 2 Jahren als Redner an der Universität Würzburg. Es war eine fantastische Veranstaltung und ich freue mich sehr, dass er sich bereit erklärt hat, jetzt in diesem Format bei uns mitzumachen. Zunächst mal möchte ich das Wort übergeben an Andrea Cesny, die Vizepräsidentin der Universität Würzburg, die eine kurze Begrüßung dann abgeben wird. Andrea, bitteschön, aus dem Schwarzwald. Wir hoffen, dass die Leitung aus dem Schwarzwald hält. Andrea, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Ja, lieber Herr Gabriel, lieber Kollege Bofinger, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Studierende. Vor fast genau 2 Jahren, am 25. Juni 2018, saß ich tatsächlich beim Kanzler an der Uni und schaute auf die Uhr. Es war irgendwie kurz nach 3 und ich dachte, Mist, ich komme zu spät. Kurzer Sprint zum Audi Max und ich war zu spät. Vor der Tür stand eine Riesentraube von Menschen. Der Audi Max war brechend voll. Ich kam nicht mehr rein. Ich habe mich auf die Zehenspitzen gestellt, habe gelauscht, nämlich Ihnen, Herr Gabriel. Damals haben Sie einen Vortrag gehalten mit dem Titel Europa in einer unbequemeren Welt. Und auch in diesem Semester darf ich Sie im Namen der Julius-Maximilians-Universität Würzburg sehr herzlich hier begrüßen. Wir freuen uns sehr darüber. Und heute sitze ich quasi neben Ihnen. Zumindest sieht das so aus auf meinem Bildschirm. Und der Audi Max ist gähnend leer. Und das schon seit Wochen. Und schon sind wir beim Thema Covid-19. Sie stellen heute die Frage, ob das alles eine Chance für eine bessere Welt ist oder Brandbeschleuniger. Wir sind alle sehr gespannt auf Ihren Vortrag. Vielen Dank. Ja, wunderbar. Die Technik hat geklappt. Digitalisierung ist im Schwarzwald doch weiter fortgeschritten, als man gedacht hat. Beruhigend. Sigmar Gabriel vorzustellen, heißt eigentlich Eulen nach Athen zu tragen. Ich will trotzdem einige Worte jetzt über den Lebenslauf von Sigmar Gabriel machen. Sigmar Gabriel war von 2009 bis 2017 Bundesvorsitzender der SPD. Und nach den Worten von Franz Müntefering ist das das schönste Amt nach dem Papst. Ich weiß nicht, ob Sie danach noch einen Satz dazu sagen möchten. Herr Gabriel war von Protestant, 2013. kann mit dem Vergleich nichts anfangen, ich bin Protestant. Ach so, na gut. Aber wie auch immer, jedenfalls ein schönes Amt. Dann von 2013 bis 2017 war Sigmar Gabriel Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland. Von 1999 bis 2003 Ministerpräsident in Niedersachsen. Und Sigmar Gabriel hat auch als Minister eine ganze Reihe von Ämtern wahrgenommen. Er war Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit von 2005 bis 2009, von 2013 bis 2017 Bundesminister für Wirtschaft und von 2017 bis 2018 Bundesminister des Auswärtigen. Herr Gabel ist auch nach seiner politischen Tätigkeit sehr aktiv. Er ist Vorsitzender der Atlantikbrücke, des Vereins, der sich für die Beziehung zwischen Deutschland und den USA widmet. Und ich denke, das ist auch eine schwierige Aufgabe in dem gegenwärtigen Umfeld. Und Sigmar Gabriel ist außerdem nominiert für den Aufsichtsrat der Deutschen Bank im Januar 2020 war das. Wir freuen uns also sehr, dass Sie da sind, dass Sie an dieser Lecture wieder teilnehmen. Wir haben ja an unserer Fakultät die sogenannte International Economic Policy Lecture, wo wir versuchen, spannende, interessante Politiker und gute Ökonomen für Vorträge an unserer Universität zu gewinnen. Und Sie, Herr Gabriel, haben das eröffnet. Die Andrea Cesny hat es schon gesagt, das war ein fulminanter Vortrag, war eine tolle Atmosphäre. Wir haben danach eine ganze Reihe prominenter Ökonomen auch für diese Vortragsreihe gewinnen können. Hans-Werner Sinn, Gabriel Felbermayr, Ottmar Edenhofer, Bernd Vitzenberger und wir hatten im Februar Ihren Nachfolger Peter Altmaier, den jetzigen Wirtschaftsminister. Auch das war eine tolle Veranstaltung. Wir freuen uns, dass also diese Veranstaltungsserien jetzt über die Zeit hinweg mit so prominenten Rednern fortgeführt werden können. Wir freuen uns also wirklich sehr, dass Sie heute da sind. Sie haben jetzt das Wort. Wir sind gespannt, was Sie zu den Auswirkungen, Chancen, Risiken von Corona uns zu sagen haben. Und es betrifft ja beide Aspekte, die Sie in Ihrer Tätigkeit als Minister wahrgenommen haben. Es sind sicher die politischen Dimensionen, es sind die wirtschaftlichen Dimensionen. Und wir sind jetzt sehr gespannt auf Ihren Vortrag. Vielen Dank, Herr Bofinger, für die freundliche Einladung.
und mal gucken, dass wir ein bisschen ins Gespräch kommen über das, was ja die meisten Menschen jetzt interessiert. Wie geht das eigentlich weiter? Der Udo Lindenberg hat ja mal in den 80er Jahren ein Lied gedichtet, hinterm Horizont geht's weiter. Also was macht dieses Virus aus der Welt und wie wird die Welt danach? Das ist ein bisschen manchmal der Zeitpunkt der Futurologen, die sozusagen glauben oder so tun, als hätten sie eine Glaskugel zu Hause und da reinschauen. Das habe ich natürlich nicht. Und es gibt auch viele, die sagen, naja, jetzt haben wir nun endlich gemerkt, wo die dunklen Seiten der Globalisierung sind. Das wird uns jetzt aufwecken und die Welt besser machen. Ich gebe ganz offen zu, dass ich ein bisschen skeptisch bin, zumindest auf der kurzen Strecke. Ich will jetzt auch nicht zu pessimistisch klingen. Optimisten sehen ja in der Regel das Paradies vor sich. Und ich würde mich so als Realisten bezeichnen. Der sieht das Paradies auch, aber eben auch die Schlange, die da durchs Paradies läuft und auf die man ein bisschen aufpassen muss. Und um es vorwegzunehmen, meine Befürchtung ist, es wird international, jetzt nicht die Pandemie, aber die internationalen Beziehungen werden vermutlich erstmal schlechter werden, bevor sie wieder besser werden durch diesen Virus. Der Virus wirkt auf mich wie ein Brandbeschleuniger all dessen, was schon vorher an Schwierigkeiten in den einzelnen Ländern, in den Regionen und in der Welt zu sehen gewesen ist. Ich glaube jedenfalls, dass er, wenn man ein freundlicheres Bild haben will als Brandbeschleuniger, dann mindestens ein Brennglas ist, in dem man die Friktionen, die Konflikte der Welt, die Unzulänglichkeiten der Welt wie in einem Vergrößerungsglas erkennen kann. Und er hat die Tendenz, diese Konflikte und Friktionen in der Welt eher sozusagen noch ein bisschen weiter werden zu lassen. Vieles spricht dafür, dass Covid-19 dem Konflikt oder den Konflikten in der Welt eher neue Nahrung gibt, als dass die Konsequenz wäre, dass die Welt hinterher friedlicher würde. Europa ist leider viel zu sehr mit sich beschäftigt, um das internationale Vakuum, das wir in der globalen Ordnung haben, zu füllen. Das Drama um die Debatte mit den Finanzhilfen für Südeuropa hat das ja gezeigt. Die ganze Welt wird, und auch dann, wenn ein Impfstoff oder ein wirksames Medikament gefunden werden sollte, erstmal nach der Pandemie ärmer sein als vorher. Ich glaube, das muss man sich einmal vor Augen führen. Das ist der große Unterschied auch zu der Krise, der Finanzkrise. Das war ein Sektor, da gab es in der Folge ein paar Monate Schwierigkeiten in der Industrieproduktion. Aber im Kern ist das keine Krise gewesen, die die ganze Welt zum ganzen Zeitpunkt über alle Sektoren hinweg erfasst hat. Das ist bei dieser Krise eben ganz anders und das macht erstmal überall auf der Welt die Volkswirtschaften und damit buchstäblich die Menschen, die in ihr leben, deutlich ärmer. Die Staatsschulden, die wir derzeit machen, um unsere nationalen Ökonomien zu stabilisieren, belasten schon die wohlhabenden Länder wie Deutschland enorm. Ärmere Länder haben oft nicht mal die Möglichkeit, mit noch höheren Schulden das Elend ihrer Bürger zu lindern. Hier kann die Viruspandemie für viele Menschen schnell zu einer Hungerpandemie werden. Das passiert auch schon. Wenn in einigen Ländern der Welt, in Afrika zum Beispiel, die Schulspeisung, dass die einzige Mahlzeit ist am Tag, die Kinder bekommen, dann ist natürlich die Schulsperrung eine Katastrophe. Deswegen warnt der Generalsekretär der Vereinten Nationen gerade vor dem Ausbreiten von Hunger. Und wir sehen das auch in Lateinamerika, wo die ganzen kleinen Selbstständigen, die zum Teil in der Schwarzarbeit sind, also sozusagen versuchen, irgendwie über die Runde zu kommen. Diese gesamte Ökonomie ist zusammengebrochen und es gibt ernste Hungerprobleme, selbst in Staaten Lateinamerikas. Und wer jetzt auf ein Ende der vermeintlich ungerechten Globalisierung hofft, das gibt es ja auch, gerade in den reichen Ländern der Erde, gibt es so eine Debatte. Nun würde man ja mal sehen, wie schlecht oder wie schwierig die Globalisierung ist, der muss natürlich das denen erst einmal erklären, die dank der Globalisierung erstmal den Sprung aus bitterster Armut in ein halbwegs erträgliches Einkommen geschafft haben. Denn eins ist ja klar, wenn man unter Globalisierung versteht, dass die Welt arbeitsteilig organisiert ist, dass in den unterschiedlichsten Teilen der Welt
die einen Rohstoffe, die anderen Teilfabrikationen, High-End-Fabrikationen, Zulieferer. Wenn das sozusagen arbeitsteilig organisiert ist, dann bedeutet natürlich der Stopp dieser vernetzten Arbeitsteilung erstmal, dass die Arbeit, die in ärmere Länder der Welt gekommen ist, Arbeit, die wir oftmals unzureichend finden, wo wir die Bedingungen schlimm finden, wo es Kinderarmut gibt, wo die Entlohnungs- und Arbeitsbedingungen schlecht sind, die aber trotzdem erstmal dazu geführt haben, dass Menschen aus bitterster Armut ein bisschen in bessere Einkommensverhältnisse gekommen sind, dass auch das jetzt gestoppt wird. Man muss nur mal an die Milliarde Chinesen denken, die sich noch daran erinnern können, dass es eine Zeit gab, wo sie, und die ist etwas weniger als eine Generation her oder ein Menschenleben her, da sind die ohne Schuhe und mit einer Handvoll Reis in die Schule gegangen. Das heißt, es gibt schon große Sorgen davor in der Welt, dass der etwas erreichte Wohlstand, vor allen Dingen in Afrika, Lateinamerika, in Asien, jetzt auf einmal durch diese Pandemie und die Unterbrechung der internationalen Arbeitsteilung wieder zu Armut führt. Die soziale Ungleichheit ist eher dadurch gewachsen in der Globalisierung, dass am oberen Ende die Reichen unverhältnismäßig viel reicher geworden sind. Aber für sehr viele Menschen hat die Globalisierung eben doch eine Tür zu einem etwas besseren Leben aufgestoßen und nicht wenigen sogar den Aufstieg in eine Mittelschicht ermöglicht. Ich habe vor ein paar Wochen mit, ich bin in einer Gruppe von einer NGO, die beschäftigt sich mit internationaler Krisenvorbeugung, die International Crisis Group. Wir hatten ein Gespräch mit Vertretern Lateinamerikas, frühere Präsidenten dort, die gesagt haben, naja, ihr müsst Folgendes sehen, solange unsere Gesellschaften in Armut waren, war das hier nicht schön, aber Gewalt auf den Straßen hatten wir eigentlich wenig. Ihr müsst wissen, dass Gesellschaften, bei denen die Menschen es geschafft haben, durch harte Arbeit aus der Arbeit in ein mittleres Einkommen zu kommen, wenn die zurückfallen in Armut, ist das Gewaltpotenzial, die Frustrationspotenzial in diesen Ländern viel, viel größer. Wir haben Sorge, dass wenn das so weitergeht, sich Gewalt vergrößert bei uns und vor allen Dingen auch so labile Demokratien dann in Gefahr geraten. Das ist das, was derzeit die Pandemie mit den eher ärmeren Ländern macht. Wir sind ja in Deutschland so eine Debatte gewohnt, wo wir sehr auf uns gucken und nicht schauen, was passiert eigentlich außerhalb Deutschlands, obwohl wir als Exportnation so sehr davon abhängig sind. Aber das sind große Sorgen, die Menschen umtreiben, die nicht in den wohlhabenden Teilen des globalen Nordens leben. Der Aufstieg ist gefährdet, wenn nun gerade die reicheren Länder die Globalisierung zurückdrehen wollen. Wir werden erleben, dass zum Beispiel in den USA, die derzeit eine gigantische Arbeitslosigkeit hat, die liegen bei knapp 25% Arbeitslosigkeit. Das hatten die Vereinigten Staaten das letzte Mal in den 20er Jahren bei der Great Depression. Das kennen die Amerikaner überhaupt nicht. Und die Politik der amerikanischen Regierung, und zwar egal, wer der Präsident ist, wird bedeuten, Jobs at home. Das heißt, der Hang der Vereinigten Staaten zu Protektionismus, zur Förderung der eigenen Arbeitsplätze, zur Relokalisierung von Produktionsstätten aus dem Ausland zurück in die USA, wird ziemlich stark werden. Sei es eben durch gezielte wirtschaftliche Förderung oder durch eine noch stärkere Abschottung der heimischen Märkte. Es wird einen Druck auf Relokalisierung, auf Verkürzung der Wertschöpfungsketten und auf Deglobalisierung geben. Die Demokratische Partei mit ihrem Präsidentschaftskandidaten Joe Biden ist übrigens hinsichtlich dieser Entwicklung traditionell weit protektionistischer als die Republikaner, die Partei von Donald Trump. Also man wird erleben, dass das, was wir bisher an sehr verzweigten und vernetzten Wertschöpfungsketten der Globalisierung haben, in Teilen jedenfalls kürzer werden. Das heißt nicht, dass die Globalisierung verschwindet, aber es wird sozusagen Relokalisierungen geben. Und auch bei uns in Europa gibt es ja eine ganz spannende Debatte, die mit einem fürchterlichen Wort begonnen wird, Autarkie. Das ist eine Diskussion, die kennen wir eigentlich das letzte Mal aus der Nazi-Zeit bei uns. Aber dahinter verbirgt sich die Vorstellung, wie kann Europa sich zum Beispiel bei der Zulieferung von pharmazeutischen Produkten in der Medizin unabhängiger machen. Man muss wissen, 50% unserer Medikamente bedürfen der Rohstoffe aus Indien. Wir hatten eine Phase, wo Indien keine Vorstoffe für Paracetamol, also ein fiebersenkendes Mittel, mehr liefern wollte.
Daran sieht man, wie abhängig Europa ist. Auch da wird es Verkürzung von Wertschöpfungsketten geben, was nicht ganz einfach ist, wenn ein Land damit beginnt, werden andere dem folgen. Und so ein Land wie Deutschland hat in den letzten 70 Jahren vor allen Dingen deshalb ökonomischen Erfolg gehabt, weil es so stark integriert ist in diese internationalen Wertschöpfungsketten. Wir kriegen Rohstoffe aus allen Teilen der Welt. Wir haben überall auf der Welt Zulieferungen, Produktionsstätten, High-End-Fertigung in Deutschland. Das heißt, diese partielle Deglobalisierung, die jetzt viele Leute auch in Deutschland gut finden, wird Folgen haben für unser ökonomisches Modell, und zwar keine guten Folgen, sondern erstmal auch den Verlust von Arbeitsplätzen bei uns. Auch in Europa wird man Zulieferungen nur aus dem Inland setzen, auf mehr Lagerhaltung, auf Digitalisierung statt Auslagerung in andere Länder. Das ist übrigens eine Tendenz, wo die Pandemie auch etwas beschleunigt, was wir vorher schon gesehen haben. Die Digitalisierung hat dazu geführt, dass bestimmte Auslagerungsprozesse, die man früher gemacht hat, um in Länder zu gehen, bei denen die Lohnkosten niedrig waren, dass die nicht mehr so wichtig werden, weil schlicht und ergreifend der Arbeitsanteil geringer geworden ist. Die Digitalisierung hatte schon die Tendenz der Relokalisierung, weil Lohnkosten nicht mehr so bedeutend waren. Und das wird natürlich jetzt durch die Pandemie noch mal dramatisch beschleunigt. Das verspricht auch nach den heutigen Pandemieerfahrungen durchaus etwas mehr Sicherheit. Aber der Preis dafür ist geringere Effizienz und geringere Erlöse, und zwar vor allen Dingen für die ärmeren Teile der Welt. Die Schwellen- und Entwicklungsländer werden davon am härtesten getroffen, wenn die globalen Wertschöpfungsketten wieder kürzer und nationaler werden. Die Welt wird vor allem dort ärmer, wo sie ohnehin schon arm ist. Das ist nicht nur ein ökonomisches Problem, sondern eben auch ein menschliches Drama, aber eben auch eine politische Gefahr, worauf ich vorhin schon hingewiesen habe. Solche Länder sind oftmals fragile Demokratien, die auch schnell zusammenbrechen können. Man sieht jetzt eigentlich, dass, wie gesagt, wie unter einem Brennglas, wo das Problem der Globalisierung liegt. Es ist nicht der Konstruktionsfehler der Globalisierung, dass es offene Märkte gibt und weltweite Arbeitsteilung, sondern dass es parallel dazu keinerlei die Märkte begrenzenden und die globale Ordnung regelnde Verabredung gibt. Es gibt sozusagen neben einer globalen Ökonomie keine politische globale Ordnung. Das hat uns schon die Finanzkrise gezeigt, das zeigt uns die Klimakrise und das zeigt uns sehr unbarmherzig jetzt die Viruskrise. Dass wir zwar offene Grenzen haben für Kapital, für vor der Krise auch für Menschen, für Datenströme, aber dass wir keine Regeln über die Frage haben, wie innerhalb dieser Grenzen eigentlich gewirtschaftet und gelebt werden soll. Der marktradikale, neoliberale Entwurf der Globalisierung hat sich ja gerade als Gegenentwurf zur politischen Regelsetzung verstanden. Politik sollte so weit wie möglich verbannt werden, national wie international. Märkte sollten befreit werden von Regeln, Grenzen, politischen Rahmen und Zielsetzungen und rein auf Effizienz getrimmt werden, angeblich zum Wohle aller. Das Aufkommen digitaler Plattformen hat dieser Sichtweise nochmals Schub verliehen. Die Idee einiger Silicon Valley Manager, ihre Unternehmen auf künstliche Inseln fernab jeglichen staatlichen Einflusses zu verlegen, ist nur eine der absurdesten Erscheinungsformen einer Haltung und einer Wirtschaftspraxis, die sich aus Prinzip staatlicher Regelung entziehen will, und zwar nicht nur beim Steuerzahlen. Und staatlich ist jetzt nicht nur gemeint nationale Regeln, sondern es gibt quasi für diese globale Ökonomie fast keine globalen politischen Regeln. Man sollte meinen, dass diese Erfahrung zum Innehalten und zum neuen Engagement für eine gemeinsame internationale Ordnung führen. Die Komplexität, die Vernetztheit, die gegenseitiges Aufeinandergewiesensein der Welt des 21. Jahrhunderts schreit ja geradezu nach internationaler Zusammenarbeit. Energie, Nahrungsmittel, Rohstoffketten, Datensicherheit, überall sind wir auf die Integrität des globalen Systems und nicht nur einzelner Länder oder einzelner Regionen angewiesen. Aber nach einer Wiederbelebung des Multilateralismus sieht es in dieser Pandemie gerade nicht aus. Egal, wer in den USA der nächste Präsident wird. Stattdessen setzt sich eher die Sicht durch, dass die Gefahr immer von außen kommt. Covid-19 ist offenbar ein gutes Düngemittel für die Idee von
We versus them. Die chinesische Führung nutzt das derzeit aus, um die innere Kritik an der Staats- und Parteiführung am Missmanagement zu Beginn der Corona-Krise klein zu halten. Und auch der US-Präsident Donald Trump zeigt lieber auf andere, um von seinen Fehlern abzulenken. Dass sein demokratischer Herausforderer Joe Biden versucht, Trump auf dem Gebiet der Anti-China-Politik noch zu überholen, zeigt, dass nicht neue Kooperation, sondern neue Konfrontation auf der internationalen Tagesordnung steht. Man darf das nicht als Wahlkampfgetöse abtun. Natürlich sehen auch Amerikas Demokraten in China den großen strategischen Wettbewerber. Und das war schon vor der Pandemie so. China ist noch weit davon entfernt, den USA militärisch oder auch wirtschaftlich auf Augenhöhe entgegentreten zu können. Technologisch können sie es aber längst. Covid-19 hat auch diesen Prozess des neuen kalten Krieges zwischen den USA und China um die technologische Vorherrschaft beschleunigt. In der Virusbekämpfung wird der chinesische Anspruch offensichtlich, die technologische Führungsrolle von den USA zu übernehmen. Europa gilt übrigens in dieser Rivalität dieser beiden technologischen Großmächte nichts. Zu weit sind wir gegenüber diesen beiden Technik-Supermächten im Hintertreffen. Ich meine, wer sich das mal anschaut, die Debatte um die App, die Corona-App. Wir streiten ja nur um die Frage, ob wir sowas eigentlich wollen. Die Debatte, dass wir sowas selber technisch herstellen können, brauchen wir ja gar nicht führen, weil wir es nämlich de facto nicht können. Also wir reden nur über die Frage, wollen wir uns das von anderen geben lassen? Und der Anspruch, sowas selbst entwickeln zu können, scheint es bei uns schon völlig weg zu sein. Das ist der Grund, warum uns weder die USA noch die Chinesen in dieser technologischen Auseinandersetzung, wer hat hier die Vorherrschaft in der Welt, nicht ernst nehmen. Deswegen gibt es auch keine echte strategische Partnerschaft der Europäischen Union mit den USA. Die Amerikaner erwarten von uns Gefolgschaft. Man hat das auf der Münchner Sicherheitskonferenz vor der Pandemie im Februar schon gesehen. Und diese Frage, wie die Europäer es mit China halten, das dürfte die größte Belastungsprobe für das transatlantische Verhältnis, also das Verhältnis zwischen Europa und den USA sein und nicht etwa die Militärausgaben in der NATO oder die Frage von Handelsdefiziten. Wie hältst du es mit China? Das wird die große Frage der Amerikaner an uns Europäer sein. Und es wird nicht ganz einfach sein, diese Frage zu beantworten, weil für uns ist China einerseits politischer Antagonist, auf der anderen Seite eben auch Partner und Marktplatz. Und wer so ein bisschen sich erinnert an die Auseinandersetzung um Huawei, man stelle sich vor, Europa entscheidet, Huawei nicht in die 5G-Technologie hineinzulassen. Das Ergebnis wird ja nicht sein, dass die Chinesen sagen, na gut, machen wir halt was anderes, sondern die Chinesen werden antworten. Und sie werden dort antworten, wo es Europa am meisten wehtut. Und das ist die Automobilindustrie. Das ist der Industriezweig, an dem Europa unglaublich stark hängt, und zwar nicht nur Deutschland. Wir Deutschen vergessen oft, dass ein großer Teil des volkswirtschaftlichen Wohlstands zum Beispiel in Ländern wie der Slowakei, in Tschechien, in Ungarn, in Polen an der deutschen und europäischen Automobilindustrie hängt. Das heißt, es wird gar nicht so einfach sein, zu einer gemeinschaftlichen Haltung in Europa zu China zu kommen. Und ich bin mal gespannt, ob es gelingt, wie das die deutsche Kanzlerin vorhat, während der EU-Präsidentschaft im zweiten Halbjahr diesen Jahres das Verhältnis EU-China auf die Tagesordnung zu setzen. Es wird jedenfalls der große Streitpunkt zwischen den USA und Europa werden. Der Virus legt sehr unbarmherzig offen, wie sehr die Welt, in der wir leben, längst eine ganz andere geworden ist als die, auf deren Grundlagen gerade wir im Westen bislang unseren Wohlstand und unser Selbstvertrauen entwickeln konnten. Covid-19 ist ein Brandbeschleuniger der vielen kleinen und größeren Brände, die wir im eigenen Land, in Europa und in der Welt seit längerer Zeit unabhängig voneinander beobachten konnten und sich jetzt zu einem ziemlich großen Flächenbrand ausweiten können. Und dass eben nicht nur in Europa die Spaltung zwischen Nord und Süd, sondern eben in unterschiedlichsten Teilen der Welt und übrigens auch in Deutschland. Ich meine, wer sieht, wie hier Verschwörungstheorien, Bill Gates soll sozusagen versuchen, die halbe Menschheit auszurotten, wie da Leute für auf die Straße gehen, der muss ja wirklich am Verstand unseres Landes zweifeln. Und ich habe mal gesagt, wer schon bei Klopapier in Panik gerät, der ist auch nur drei warme Mahlzeiten vom Chaos entfernt.
Also auch bei uns scheint mir das eine dünne Firnis zu sein, der Stabilität unserer Gesellschaft. Nicht zuletzt steigen mit der Deglobalisierung leider auch die geopolitischen Risiken. Wer nicht mehr wirtschaftlich voneinander abhängig ist, wird auf mittlere Sicht weniger berechenbar. Wo eine globale Krise alle Aufmerksamkeit auf sich zieht, steigt übrigens auch die Versuchung, alte Konflikte im Schatten der Weltöffentlichkeit mit Gewalt zu lösen. Die Aufkündigung aller Friedensbemühungen durch den libyschen Kriegsherrn Haftar vor ein paar Tagen zeigt, wie schnell im Schatten der Corona-Krise die Bereitschaft zum Einsatz militärischer Gewalt in Konfliktregionen wieder steigt. Leider scheint Europa nicht in der Verfassung, diesen vielen Bränden etwas entgegenzusetzen, denn es brennt ja selbst. Eigentlich, erinnern wir uns, wollte Europa gerade ein neues Kapitel aufschlagen, mit Klimaschutz im Mittelpunkt und dem Ziel, die Europäische Union zu einem globalen Akteur zu machen, so die neue Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Covid-19 hat all diesen Plänen nicht nur deshalb einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil es die Nationalstaaten waren und nicht die Europäische Union, die sozusagen der Pandemie entgegenübertreten, sondern weil die Pandemie nochmal deutlich gemacht hat, wie unterschiedlich die Sichtweisen auf Europa selber, auf das, was wir unter Solidarität verstehen, und auf den Rest der Welt, wie unterschiedlich die Sichtweisen in Europa eigentlich sind. Meine Damen und Herren, eng verbunden damit ist die Frage, wie die ohnehin schon mit relativ hohen Schuldenbergen belasteten Volkswirtschaften Europas und der Welt aus dem jetzt noch dramatisch wachsenden Schuldenturm herausfinden sollen. Europa droht tatsächlich ein verlorenes Jahrzehnt, wenn es sich nur noch mit Schuldenabbau beschäftigen sollte und nicht mit Zukunftsfragen der europäischen Entwicklung. Das Beispiel Griechenlands zeigt, wie groß dabei die sozialen Verwerfungen werden können. Autoritäre und antieuropäische Parteien, die derzeit eher auf dem Rückzug sind, können schnell an neuer Stärke gewinnen. Ein auf verlorenem Posten um Europas Handlungsfähigkeit kämpfender französischer Staatspräsident kann bei der kommenden Präsidentschaftswahl durchaus auch durch eine rechtsextremistische Gegnerin ersetzt werden. Nichts sollte uns derzeit undenkbar erscheinen. Das gilt übrigens auch für Deutschland. Unsere wirtschaftlichen, politischen und finanziellen Bedingungen für die Überwindung der Krise sind sicher besser als in vielen anderen Staaten Europas und der Welt. Wo über Jahrzehnte der Staat Inbegriff für angebliche Ineffizienz war und das Motto Privat vor Staat nicht nur neoliberales Leitmotiv der Politik, sondern auch der Wirtschaft, der Wissenschaft und der Medien gewesen ist, sind wir heute froh, einen ziemlich handlungsfähigen Staat zu haben. Das beeindruckendste Beispiel ist übrigens das Gesundheitssystem selbst. Seit 30 Jahren fordern die Gesundheitsökonomen den Abbau von Krankenhausbetten. Seit 30 Jahren wird öffentlich erklärt, die stationäre Medizin sei zu teuer. Heute sind wir dankbar, dass wir mehr Krankenhausbetten und mehr Intensivbetten haben, als wir eigentlich brauchen. Das zeigt, wie vorsichtig man dabei sein muss, wenn man sozusagen nur auf Effizienz guckt und nicht auf die Frage der Resilienz gegenüber Krisen. Allerdings kippen wir gerade von einem Extrem ins andere. Wo bislang Endstaatlichung das Wort geredet wurde, droht jetzt die Staatsgläubigkeit. Wir tun derzeit so, als könne dieser Staat alles. Aber auch Deutschland wird angesichts der vor uns liegenden langen Rezessionsphase ganz sicher nicht alles können. Das whatever it takes kann schnell zur Enttäuschung werden, wenn einmal gewährte finanzielle Leistungen des Staates zurückgenommen werden. Eine schwere zweite Welle der Infektion beispielsweise würde auf eine leere finanzpolitische Bazooka treffen. Deshalb sind die Warnungen der Kanzlerin vor einer zu schnellen und vor allem zu chaotischen Öffnung des gesellschaftlichen Lebens nicht unberechtigt. Zu den Führungsaufgaben der Politik gehört es deshalb, das Land und seine Bevölkerung auf die vor uns liegenden Anstrengungen vorzubereiten. Denn anstrengend wird es, wenn wir auch aus dieser Krise uns herausarbeiten wollen. Auch hier legt Covid-19 unbarmherzig unsere Schwächen offen. Wir sind durch den Ausbau des individuellen Rechtsstaats zum Beispiel politisch sehr langsam geworden. Zudem ist unsere alternde Gesellschaft risikoaverser als unsere jüngeren Wettbewerber, die zudem auch nach Covid-19 hungriger, auch nach Covid-19 hungriger auf ein besseres Leben sein werden, als wir es in den gesättigten Demokratien noch sind. Hier ging es zuletzt schließlich eher um postökonomische Fragen als durch Aufstieg und Erfolg.
Es geht jetzt darum, die staatliche Hilfe auf jene zu konzentrieren, die es am härtesten trifft. Unterrichtsausfall ist für die Schülerinnen und Schüler, die mehr Zeit brauchen oder denen die Eltern nicht helfen können, eine echte Katastrophe. Und wer weniger verdient, für den sind 60% Kurzarbeitergeld zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Denn die Miete und die Lebenshaltungskosten sinken ja nicht. Das muss nicht sozusagen in dem Motto enden, Gürtel enger schnallen. Es gibt schon viele Menschen, die im letzten Loch ihren Gürtel tragen. Aber Ärmel hochkrempeln wird wohl auch für Deutschland das Motto sein müssen. Die Nullrunde der Industriegewerkschaft Metall bei den Lohn- und Tarifverhandlungen, die wir gerade hatten, zeigt, dass viele dazu bereit sind, wenn sie den Eindruck haben, dass es sich lohnt, beispielsweise zur Beschäftigungssicherung beizutragen. Ich glaube, dass auch dazu gehört, über einen Lastenausgleich zu reden, wie wir ihn in Westdeutschland nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ja schon sehr erfolgreich praktiziert haben. Die Idee war und ist, diejenigen, deren Wohlstand von der Krise nicht eingeschränkt wurde oder sogar gewachsen ist, an der Bewältigung der weltweiten Folgen der Krise zu beteiligen. Nur so verhindern wir die enorm gestiegenen Staatsschulden allein durch Inflation oder drastische Budgetkürzungen auffangen zu müssen, die auch die sozialen Sicherungssysteme schwächen würden. Ein Ansatz könnte sein, endlich die Giganten der Digitalwirtschaft an der Finanzierung des Gemeinwohls zu beteiligen. Deren Gewinne werden bislang weitgehend privat abgeschöpft und nicht angemessen für das Gemeinwohl herangezogen. Aber auch die Erbschaftssteuer für die weithin sehr großen Vermögen, die in den kommenden Jahren vererbt werden, ist nach Auffassung vieler Ökonomen in Deutschland nach wie vor nicht gerecht ausgestaltet. Ziemlich dumm ist es, glaube ich, das Ganze Reichensteuer zu nennen. Denn mit Sozialneiddebatten hält man das Land nicht zusammen und fördert nicht das Verständnis, dass wir nur dann als Gesellschaft beieinander bleiben, wenn alle in zumutbarer Weise ihren Beitrag dazu leisten. Dieser Teil wird eine Zeit lang bei jedem höher sein als bisher. Denn man kann nicht am Anfang feststellen, alle werden ärmer und dann glauben, ohne erhöhte Leistungsbereitschaft erreichen wir wieder das Niveau, das wir vor der Pandemie erreicht hatten. Ob Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die auf Lohnerhöhungen verzichten oder auf Kurzarbeitergeld und Arbeitslosengeld angewiesen sind, ob Lehrer, die ausgefallenen Unterricht nachholen müssen oder als aufgeklärte Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, die selbst frei von wirtschaftlichen Sorgen sind, die denen ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger aber nicht gleichgültig gegenüberstehen dürfen. Covid-19 wird uns zeigen, wie es um unsere Gesellschaft und unsere Bereitschaft, uns füreinander einzusetzen, bestellt ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Gabriel. Das war ein ganz eindrucksvoller Überblick, ein ganz eindrucksvolles Gemälde der Weltwirtschaft. Nicht unbedingt ein optimistisches Gemälde und doch mit vielen Problemen. Und ich fand es vor allem sehr spannend, dass Sie eben den Blick jetzt nicht nur auf Deutschland gerichtet haben, was ja in unseren ARD-Brennpunkten und Talkshows im Mittelpunkt steht, sondern dass Sie diese große globale Perspektive dargestellt haben, eben die Probleme auch gerade in den Entwicklungs- und Schwellenländern und auch die Implikationen, die das, was wir tun, hat auf den Rest der Welt. Ich würde vorschlagen, dass wir zunächst jetzt mal sehen, was an Fragen da ist. Thomas, haben wir Fragen, die eingekommen sind? Ja, wir haben erste Fragen, haben wir schon da von den Zuhörern. Gibt es jemanden, der live sich beteiligen möchte von den Studenten? Gibt es jemanden, der sich direkt in die Diskussion einbringen möchte, dass wir vielleicht auch sehen, dass da tatsächlich auch Menschen noch beteiligt sind an der Veranstaltung? Gibt es da jemanden? Bisher noch nicht. Aber du kannst ja mal mit Fragen anfangen und dann können wir sehen, ob noch irgendjemand dann sich vielleicht auch einfach persönlich noch einbringen möchte. Genau, vielleicht die erste Frage. Halten Sie die politischen Maßnahmen infolge von Covid-19 mit Lockdown und so weiter noch verhältnismäßig angesichts der indirekten Folgen wie weltweit steigende Armut, geringere Entwicklungshilfen und hohe Arbeitslosigkeit? Na, wir erleben ja gerade, dass praktisch überall auf der Welt dieser Lockdown zurückgenommen wird. Und der Grund ist natürlich, dass diese katastrophale Rezession, die wir jetzt überall auf der Welt haben, am Ende nicht mehr verantwortbar ist. Also wir erleben ja gerade schrittweise den Rückkehr. Dass das vorsichtig gemacht wird, das kann ich schon verstehen, denn wir neigen ja zur Vergesslichkeit, aber die Bilder von reihenweise umfallenden Menschen in Bergamo in Italien, von den
vielen Toten, die es in New York gegeben hat oder in Großbritannien oder auch in Frankreich, die sitzen natürlich allen im Nacken. Und jetzt aktuell ist es so, dass Menschen vor allen Dingen die Sorge um den Verlust ihres Arbeitsplatzes vor sich haben. Aber man darf ja nicht vergessen, dass am Anfang die Sorge vor Leid und Elend und vor dem Tod vieler Menschen im Mittelpunkt gestanden hat. Also ich glaube, dass es richtig ist, die Gesellschaft jetzt wieder zu öffnen. Und die Wahrheit ist, dass wir in eine neue Normalität hineingehen müssen. Und die Frage ist, sind wir in der Lage, diese neue Normalität zu akzeptieren? Das bedeutet, ein gewisses Maß an Social Distancing beispielsweise, an Eigenvorsorge, an Hygieneschutz, werden wir auch bei der Öffnung der gesamten Wirtschaft selbst übernehmen müssen. Der Staat kann nicht auf Dauer durch die Kombination aus Ordnungsrecht, also Verboten und Geld, alle Risiken übernehmen. Ein Teil der Risiken geht jetzt zurück an uns ganz persönlich. Und die Frage, ob wir das Infektionsgeschehen so im Griff behalten, dass jedenfalls wir nie an eine Situation kommen, dass unser Gesundheitssystem überlastet ist und erst Ärzte wie in Italien diese berühmte Triage-Entscheidung treffen müssen. Also wen lasse ich sterben, wen behandle ich und wen schicke ich nach Hause. Also dass wir nicht an eine solche Situation kommen, hängt sehr davon ab, dass wir bei der Rückkehr in die Normalität nicht glauben, es sei die gleiche Realität wie vor der Pandemie. Ich glaube schon, dass viel von uns selbst abhängen wird, denn die Gefahr einer zweiten Welle ist natürlich nicht zu unterschätzen, weil stellen Sie mal vor, wir kommen in so eine ökonomische Stop-and-Go-Situation. Also jetzt waren wir bei Rotlicht, jetzt sind wir bei Gelb, gehen auf Grün, dann gehen wir wieder auf Rot. Das wäre ökonomisch natürlich das Schlimmste. Thomas, weitere Fragen? Ja. Vielleicht gleich ökonomische Frage. Wie stehen Sie denn der Schuldenbremse gegenwärtig gegenüber? Wenn bereits jetzt über Tilgung diskutiert wird, kann dann die Wirtschaft wirklich kraftvoll starten? Na, die Schuldenbremse sagt ja erstmal nur, dass in normalen Zeiten eine bestimmte Größenordnung von staatlicher Verschuldung nicht überschritten werden darf. Und die Betonung liegt auf normale Zeiten. Wir bewegen uns gerade im staatlichen Handeln im Rahmen der verfassungsmäßigen Schuldenbremse. Denn die Verfassung erlaubt uns ja gerade in solchen außergewöhnlichen Zeiten die staatliche Verschuldung deutlich oberhalb der Verschuldung zu lassen, die wir in sozusagen besseren Zeiten hätten. Insofern, glaube ich, ist das jetzt ein bisschen eine theoretische Diskussion. Ganz praktisch wissen wir alle, dass wir in den kommenden Jahren die Schuldenbremse aus einer Zeit, in der die Ökonomie exzellent funktionierte, nicht werden anwenden können, sondern wir werden die Regel anwenden der Schuldenbremse, die es dem Staat erlaubt, deutlich höhere staatliche Verschuldung einzugehen. Das ist eine theoretische Debatte, die hat praktisch nicht viel Wert, glaube ich. Naja, aber wenn ich mich da kurz einbringen darf, das Problem ist ja schon diese Tilgungsverpflichtung der Schuldenbremse. Das heißt, alles, was jetzt an zusätzlicher Verschuldung in der Ausnahmesituation entsteht, muss auch wieder in einem angemessenen Zeitraum getilgt werden. Und das bedeutet ja, sobald wir wieder im Normalzustand sind, dass dann die öffentliche Hand Überschüsse erzielen muss, um diese Verschuldung abzubauen. Und das engt doch nun gerade die Handlungsspielräume ein, in einer Phase, wo der Staat Impulse geben müsste, gerade dass wir die Digitalisierung, die Technologisierung voranbringen. Und das ist doch vielleicht schon auch ein praktisches Problem. Aber Herr Wolfgang, da mal zurückfragen, haben wir dieses Problem aktuell? Nein, aber wir werden aber doch, so Gott will, im Jahr 2022 die Krise vorbei haben, wieder im Normalzustand sein, sodass also jetzt diese Sonderregel der Schuldenbremse nicht mehr gilt. Und von da an wird ja diese Tilgungsverpflichtung da sein. Und die ja, ist ja schon. Aber in was für einem Land, was ist die Lebenserfahrung mit Deutschland? Das ist dann die Lebenserfahrung, dass dann die Politik sagt, okay, jetzt werden wir aber mal radikal die Haushalte zusammenstreichen, um möglichst schnell wieder auf die verfassungsmäßige Verschuldung zurückzukommen? Oder ist die Lebenserfahrung, dass sie es versuchen wird, über einen langen Zeitraum sozusagen mit dem Versuch, wirtschaftlichen Erfolg, wirtschaftliches Wachstum zu haben und zu hoffen, dass jedenfalls in der Zeit die Zinsen nicht steigen? Also
ich bin ja kein Ökonom, ich bin ja nur Politiker. Bin dann sozusagen, ich kann nur aus meiner Küchenempirie berichten. Ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Staat dann sagt, jetzt werden wir mal brutal zulangen, um die Schuldenbremse wieder einzuführen, ich glaube, das wird nicht stattfinden. Ich glaube, dass es über einen sehr langen Zeitraum laufen wird. Und ich glaube übrigens auch nicht, dass wir sehr schnell aus dieser Rezession rauskommen werden. Okay, ihr Wort ein gutes Ohr. Es ist, der Vorteil ist, dass Politiker gelegentlich an die Frage denken müssen, welche Wirkung ihr Handeln entfaltet. Und das heißt, ich glaube nicht, dass im Jahre 2022 oder 2023 es den Willen gibt, quasi zu mittelschweren Aufständen in Deutschland zu kommen, weil wir die Sozialhaushalte nur, um die geht es ja dann. Es ist ja der einzige Bereich, also es gibt zwei Bereiche, in denen man sparen kann als Politiker. Auf der Länderebene sind es die Personalhaushalte. Da reden wir über Lehrer und Polizei. Das sind die einzigen beiden wichtigen Personalhaushalte, die wir haben. Hochschullehrer fallen nicht so stark ins Gewicht. Und nö, die Kosten sind Lehrer und Polizisten. Das sind die großen Personalblöcke in Ländern. Und im Bund sind es die Sozialausgaben. Und ein bisschen zugespitzt, Herr Bofinger, würde ich sagen, was hilft uns die theoretische Debatte um die Schuldenbremse heute? Nichts. Okay, gut, dann warten wir mal ab. Und man kann ja auch sagen, ich wünsche mir einen Zustand, in dem sich die theoretische Debatte um die Schuldenbremse praktisch irgendwie auswirkt. Also ich würde mir den Zustand wünschen, in dem wir streiten müssen, ob jetzt die Gefahren drohen, die Sie beschreiben, oder ob sie nicht drohen. Ich glaube, die nächsten 2-3 Jahre werden wir ganz andere Sorgen haben. Gut, dann nehmen wir mal weitere Fragen. Schauen wir mal, was noch an Themen da ist. Da haben wir Herrn Zimmermann. Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Herr Gabriel, ich möchte mich ganz herzlich für den Vortrag bedanken. Meine Frage bezieht sich auf die Europäische Union als Technikstandort im Gegensatz zu China. Wir haben ja die Sache erlebt in den letzten Jahren mit der Zusammenlegung der Zugsparten von Siemens und Alstom, um als europäischen Konkurrenten, ähnlich wie das mit Airbus geschehen ist, auf dem Weltmarkt quasi präsent zu sein. Und das hat ja damals die Kommission abgelehnt. Wie bewerten Sie das als aus Sicht eines Europäers für die zunehmende Konkurrenz innerhalb dieser Blöcke? Naja, das Problem ist immer, wenn man als Deutscher was beurteilt und sagt, beurteile das als Europäer, dann gibt es in Europa Leute, zum Beispiel in Polen, die einen ganz anderen Blick darauf haben. Ein polnischer Waggonhersteller wird es nicht so witzig finden, wenn sich die französischen und deutschen Schienenfahrzeughersteller zusammenfinden und sagen, sie wollen sich besser aufstellen gegenüber China, weil der ahnt, dass dabei nicht nur China angegriffen wird, sondern möglicherweise auch er. Also es ist nicht ganz einfach, als Deutscher über europäische Interessen zu reden. Trotzdem glaube ich, dass diejenigen recht haben, die ja schon vor der Pandemie gesagt haben, wir müssen in Europa über strategische Industriepolitik reden dürfen. Wir müssen die Frage beantworten dürfen, was ist zum, wenn Sie so wollen, zur ökonomischen Souveränität unseres Kontinents notwendig und was dürfen wir nicht aus der Hand geben? Und wir werden ja jetzt nach der, oder sozusagen, wenn der Peak der Pandemie überschritten ist, werden wir ja erleben, dass es auch wieder Versuche geben wird, mit dem Einkaufswagen durch Europa zu fahren. Zum Beispiel im Bankensektor zum Beispiel gibt es 2 amerikanische Investmentbanken, von denen hört man, dass sie schon ganz genau gucken, in welchem Bereich möglicherweise sie sich 1 oder 2 europäische Banken einverleiben können, was dann eine Wettbewerbssituation in Europa schafft, die jedenfalls nicht zugunsten des Standorts Europa ausgeht. Das Gleiche werden Sie bei Hightech-Unternehmen sehen. Und deswegen glaube ich, ist es richtig, dass die Europäische Union erstens bei solchen Fragen, wie sie bei Alstom Siemens verhandelt wurden, eine Möglichkeit einführt, wie es sie ja im deutschen Kartellrecht gibt. Dort gibt es ja die Möglichkeit, trotz der Tatsache, dass ein Zusammenschluss eine Marktposition oder sozusagen den Wettbewerb verschlechtert,
das trotzdem zu erlauben, wenn Gründe des Allgemeinwohls überwiegen. Ich habe das mal gemacht bei der Fusion von Tengelmann und Edeka und Rewe, weil ich die Arbeitsplätze dort sichern wollte. Wir haben das in der Energiepolitik mal gemacht. Und natürlich könnte man sowas auf europäischer Ebene auch einführen. Das gibt es zurzeit nicht. Zurzeit gibt es nicht die Möglichkeit, wenn das europäische Wettbewerbsrecht feststellt, dass objektiv der Wettbewerb eingeschränkt wird, dann gibt es keine Möglichkeit, das durch einen Kommissionsbeschluss im Sinne des Gemeinwohls außer Kraft zu setzen. Ich glaube, solche Entscheidungsmöglichkeiten muss man haben. Trotzdem muss man aufpassen. Als die Japaner mit ihrer strategischen Industriepolitik in den 70er Jahren so erfolgreich waren, hat Europa ja bewusst einen anderen Weg gewählt und sozusagen die Offenheit seiner Märkte als Strategie genutzt und ist damit am Ende jedenfalls besser gefahren als Japan. Also man muss auch aufpassen, dass man daraus nicht einen protektionistischen Overkill organisiert. Man kann mit sowas punktuell eingreifen, aber ich glaube nicht, dass es sozusagen die goldene Regel werden darf, dass wir in Europa große Champions schaffen und auf den innereuropäischen Wettbewerb der schwächeren Mitgliedstaaten keine Rücksicht mehr nehmen. Ich glaube, das wird auf Dauer auch nicht funktionieren. Ja, weitere Fragen? Thomas, hast du? Ja, wir haben noch einen Zuhörer da. Ja, bitteschön. Wo ist denn der Zuhörer? Moin. Ah, hallo. Moin. Hier ist Adrian Flohr im Namen von Jule Heimann. Wir kommen hier grüßen. Schöne Grüße aus dem schönen Göttingen. Meine Frage zu Sigmar Gabriel. Der Joe Keser predigt seit Jahren, dass der Bürger mehr Aktien kaufen soll. Wir leben in einer sozialen Marktwirtschaft. Inwieweit werden die Maßnahmen der Bundesregierung nachfrageorientiert sein? Sprich, warum kriegen die Unternehmen zuerst Kredite, wenn eigentlich die wirklich wahre Kaufkraft, um alleine auch das Bruttosozialprodukt weiter nach oben, also zumindest ein Wachstum zu erreichen, warum werden, sagen wir mal, die kleineren Leute jetzt endlich mal nicht mit dem nötigen Kleingeld versorgt, vor allem zum richtigen Zeitpunkt, jetzt ist es schon wieder viel zu spät, Aktien zu kaufen? Also, und wenn dann die zweite Welle kommt, hat man daraus gelernt? Warum soll, also was passiert, wenn der Staat Ihnen jetzt Geld gibt? Dann kaufen Sie damit Aktien? So zumindest ist es eine ziemlich verständliche Maßnahme auch von dem Joe Keser, oder zumindest kann ich es auch sehr verstehen, dass der normale Bürger einfach in Deutschland durch seine Vermögensanlage eigentlich selten dazu neigt, selber Aktien zu kaufen. Wir sind ja in einer nachfrageorientierten sozialen Marktwirtschaft, aber die Maßnahmen, die jetzt getroffen wurden, führen dazu, dass die Unternehmen zuerst das Geld bekommen. Wenn die Unternehmen nicht stabilisieren, was sind die Folge? Die Aktienrückkäufe werden gerade... Was ist die Folge, wenn Sie Unternehmen jetzt nicht stabilisieren? Sie geben den Gastwirten kein Geld, Sie geben den Mittelständler... Unternehmen, die kriegen ja kein Geld, sondern Kredite. Wenn Sie das nicht machen, was ist die Folge? Ich habe nicht gesagt, dass das falsch ist. Die Frage ist, warum werden, ich meine, ich kenne in der Kneipe, ich kann mal das Geld dafür, den Ausfall, kann ich jetzt erst Ende Mai, einen Monat danach, konnte ich erst antragen. Ich habe Ihnen zugehört. Sie haben gesagt, wir sollen das Geld den Leuten geben, nicht den Unternehmen. Nee, ich habe nicht gesagt. Ich habe, wann werden auch die Maßnahmen endlich auch wieder nachfrageorientiert sein. Nur einfach den Unternehmen Geld zu geben, bringt nichts. Der Bürger muss zum richtigen Zeitpunkt, glaube ich, wann kamen die ersten... Dann will ich hier mal heftig widersprechen. Den Unternehmen nichts zu geben, bringt nichts, ist so ziemlich der größte... Ich habe Sie zitiert. Ja, Gucken Sie sich Ihren eigenen Wortbeitrag mal im Internet an, dann werden Sie feststellen, Sie haben gerade gesagt, den Unternehmen Geld zu geben, bringt nichts. Ich glaube, deshalb Sie haben eine Frage gestellt, jetzt müssen Sie mich antworten lassen. Das ist so... Die Antwort lautet, das ist dummes Zeug. Wenn die Unternehmen pleite gehen, haben die Leute, werden die Leute arbeitslos und haben maximal noch zwei Drittel ihres bisherigen Einkommens zur Verfügung. Das wird die Nachfrage in Deutschland nicht steigern. Das heißt, der erste Schritt ist, Unternehmen zu stabilisieren, damit die Leute nicht rausgeschmissen werden. Der zweite Schritt war, dort, wo sie keine Arbeit haben, weil sozusagen der Laden geschlossen ist, weil die Produktionsketten unterbrochen sind, sie nicht wie in Amerika mit Schecks auszustatten, sondern dafür haben wir bei uns Kurzarbeitergeld,
Das ist sogar erhöht worden. Das Dritte, was man jetzt machen muss, das kommt jetzt dazu, da haben Sie recht, ist sich überlegen, wie kann man die Binnennachfrage beleben? Das kann man dadurch machen, dass man zum Beispiel bis zu einem bestimmten Einkommen sich überlegt, welche Steuern erhebe ich oder mache ich das nicht. Mein Vorschlag wäre mal zu überlegen, ob man einen Freibetrag in der Sozialversicherung für Kinder einführt, weil es zum Beispiel für die Sozialversicherungsbeiträge für mittlere und untere Einkommen, die zahlen ja häufig gar keine Steuern, für die ist die große Belastung die Sozialversicherung. Es ist egal, ob sie kein Kind oder fünf Kinder haben, sie zahlen immer den gleichen Betrag. Die Einführung eines Freibetrages in der Sozialversicherung würde bedeuten, dass das Nettoeinkommen von Familien deutlich nach oben geht. Deswegen glaube ich, ja, sowas muss man machen. Die Abschaffung des Soli beispielsweise wird auch die Kaufkraft stärken. Aber was ich glaube, was einfach falsch ist, einen Widerspruch herzustellen zwischen der Stabilität der Unternehmen und der Stärkung der Kaufkraft. Wenn die Unternehmen pleite gehen, die Arbeitslosigkeit steigt, wird die Kaufkraft sinken. Insofern sind es zwei Dinge der gleichen Medaille, aber kein Entweder-Oder. Ja, weitere Fragen? Thomas, haben wir noch jemanden, der live dabei ist? Wir haben hier vielleicht mal zwischendurch mal wieder eine schriftliche Frage. Ja. Wie problematisch sehen Sie den Interessenskonflikt zwischen politischen Wahlkämpfen und Maßnahmen gegen die Eindämmung des Coronavirus? Für Laschet, Söder und Co. hatte Merkel nach Gerüchten schon das berüchtigte Wort Diskussionsorgien verwendet. Gerade auch in den USA scheint es, dass die Wahlen Ende dieses Jahres mehr Einfluss als die Meinung einiger Wissenschaftler haben. Naja, also mit den Wissenschaftlern ist das auch so eine Sache. Das ist bei den Virologen wie bei den Ökonomen. Sie hören zu einer Frage, kriegen sie auch mehrere Antworten. Es ist ja nicht so, dass es eine Meinung der Virologen oder Mediziner gäbe, so wie es nicht eine Meinung von Ökonomen gibt zu bestimmten Fragen. Die Politik hat die Schwierigkeit, dass sie versuchen muss, all den unterschiedlichen Auffassungen zuzuhören und dann sozusagen eine Entscheidung zu fällen. In der Regel fällen das Politiker dadurch, dass sie sozusagen ihre Berufserfahrung, das gibt es in der Politik auch wenn viele das nicht glauben, nach wie funktioniert eine Gesellschaft, wie funktioniert eine Ökonomie, wie reagieren Menschen darauf, mit dem, was ihnen Virologen sagen, sozusagen abgleichen. Ich glaube, dass erstens, dass sich Leute um Wahlen Gedanken machen, ist ehrlich gesagt Rückkehr zur Normalität. Das ist so in der Demokratie. Alle 4 oder 5 Jahre wird gewählt und natürlich denken Politiker über die Frage nach, welche Möglichkeiten habe ich eigentlich, um bei diesen Wahlen erfolgreich zu sein. Das ist das Normalste der Welt. Die Frage ist, tun Sie das in verantwortbarer Art und Weise? Und ich glaube, ja, das tun Sie. Auch der Streit zwischen Merkel und Laschet, der ja nicht nur zwischen den beiden einer war, sondern viele Ministerpräsidenten waren auf Laschets Seite, ist irgendwie ein Teil des Rückkehrs zur Normalität. Der politische Streit über die richtigen Wege, der ist in der Spitze der Krise nicht sichtbar, weil dann alle versuchen, erstmal Krisenmanagement zu betreiben. Aber danach beginnt natürlich das Nachdenken und auch die unterschiedlichen politischen Prioritäten. Für einen Ministerpräsidenten ist die Frage, dass zum Beispiel seine Leute arbeitslos werden, dass in solchen touristischen Regionen wie Schleswig-Holstein oder in Bayern die ganzen Kneipen dicht machen, Restaurants pleite gehen, die ist natürlich viel brennender als, oder für einen Kultusminister ist die Frage, wie geht das mit den Kindern weiter, viel brennender als für eine Bundesregierung, die dafür nicht zuständig ist. Und deswegen fand ich diesen Streit fast was Normales, oder es ist was Normales, die Rückkehr zur Normalität bedeutet auch, dass es nicht den einen richtigen Weg geht, sondern dass man unterschiedliche Wege wird ausprobieren müssen. Und das macht die Politik jetzt. Und noch würde ich sagen, läuft das in Deutschland mit relativ großem Erfolg. Also ich bin nicht so, finde das nicht so dramatisch, wie das manche Medien dargestellt haben. Ja, Dankeschön. Haben wir noch jemanden, der live dabei ist? Ja, hallo Herr Gabriel, ich hätte auch noch eine Frage. Erstmal nochmal vielen Dank für Ihren Vortrag, der sehr umfassend war. Meine Frage bezieht sich auf die Ausführungen zur europäischen Ebene, die Sie gemacht haben, und zwar bezüglich der Problematik, dass jetzt ja die Corona-Pandemie sozusagen einen Strich durch die Rechnung macht, was die europäischen Pläne Richtung Klimaschutz betrifft. Damit meinen Sie ja vor allem wahrscheinlich den Green Deal der Europäischen Kommission.
Und jetzt wäre meine Frage, gerade auch vor dem Hintergrund, dass viele Ökonomen argumentieren, man braucht jetzt vor allem zuvorderst Investitionsprogramme anstatt Konjunkturprogramme. Wäre es nicht auch eine Option, diesen Green Deal so zu begreifen, dass wir das nutzen können, um diese sozial-ökologische Transformation der Wirtschaft durchzuführen, dass wir im großen Ausmaß eben grüne Investitionen tätigen? Wie realistisch halten Sie dieses Szenario? Natürlich ist das wünschenswert. Erstens ist es wünschenswert, dass dieser European Recovery Fund tatsächlich ins Leben gerufen wird. Das ist ja noch nicht sicher. Es gibt zum Beispiel den großen Streit, sollen das Kredite sein oder sollen es Zuschüsse sein oder beides? Länder wie Italien sagen, mit Krediten ist uns nicht geholfen, weil das unsere Verschuldung noch weiter nach oben treibt. Die Nordeuropäer sagen, aber jetzt einfach nur euch Geld in den Rachen schmeißen, das wollen wir auch nicht. Also noch, jetzt unterstellen wir mal, es kommt zu diesem großen European Recovery Fund, aus dem dann Mittel ausgezahlt werden. Dann kann man hoffen, dass es ausreichend Vorschläge gibt, die in der Tat versuchen, die Ökonomie insgesamt, die europäische Ökonomie insgesamt wettbewerbsfähiger in der Welt zu machen. Das bedeutet, mit weniger Energieauskommen, digitaler, ressourceneffizienter, Kreislaufwirtschaft fördern. Das glaube ich schon. Aber jetzt versetzen Sie sich mal, oder stellen Sie sich mal vor, Sie seien griechischer Hotelbesitzer oder Sie hätten eine kleine Kneipe in Kroatien an der Küste und der hört uns beiden zu. Glauben Sie, dass der sehr beruhigt ist? Natürlich werden diese Länder auch sagen, Kinder, das ist alles schön mit eurem New Green Deal, aber ehrlich gesagt, jetzt sagt uns erstmal, wie wir hier überleben. Es wird beides sein. Es wird auch Geld zur Stabilisierung des Bestehenden sein. Man darf, glaube ich, nicht die Vorstellung haben, alles wird ganz neu. Und Sie kriegen auch nehmen das Beispiel Automobilindustrie. Sie können natürlich jetzt sagen, wir machen eine Prämie für Elektrofahrzeuge, nur die. Naja, wie ist denn das mit der Infrastruktur dafür? Wie teuer sind die dann noch? Es gibt viele Menschen, die können sich ein Auto leisten. Mit diesem Auto wollen die aber nicht nur in der Stadt rumfahren, sondern müssen möglicherweise relativ lange Strecken zum Arbeitsplatz, wollen aber auch in Urlaub damit fahren. Haben wir dafür eigentlich schon eine Infrastruktur? Und umgekehrt, was sagen Sie denen, die in Bratislava davon abhängen, dass sie ganz klassische Verbrennungsmotoren bauen? Und die wissen, wenn sie ab morgen umstellen auf Elektromobilität, dass von denen keiner mehr einen Job hat. Bei mir nebenan ist ein Motorenwerk von Volkswagen. Da arbeiten 7.500 Leute. Die bauen alle Verbrennungsmotoren. Wenn da eine Batteriezellenfertigung hinkommt, was noch nicht sicher ist, dann bleiben von den 7.500 noch übrig 2. Ich will nur sagen, eine der Fragen, die wir werden beantworten müssen, ist, wie regeln wir eigentlich den Übergang? Wie schaffen wir, dass wir die Menschen mitnehmen? Nicht jeder, der heute einen Verbrennungsmotor baut, den können Sie so umqualifizieren, dass der morgen Krankenpfleger wird. Also ich glaube, dass das nicht durch Schalter umlegen geht. Aber ich würde schon sagen, dass Sie recht haben, dass ein großer Teil dieses Investitionsprogramms gehen muss in Digitalisierung, in effizientere Energiepolitik, in Erneuerbare, in Ressourcenwirtschaft. Das glaube ich schon. Ich darf von mir aus noch eine Frage anschließen, wo wir gerade bei Europa sind. Wie ist denn Ihre Meinung zu den Corona-Bonds? Die gibt es jetzt ja wohl nicht, aber wie wäre da Ihre Meinung dazu gewesen? Ich hab zu dieser Frage europäischer vergemeinschafteter Schulden eine Position, die hat nichts mit Corona zu tun. Ich mache das mal an einem Beispiel. Wenn die Vereinigten Staaten entscheiden, sie wollen den Iran unter Sanktionen setzen, dann verbieten sie uns Europäern mit dem Iran Handel zu betreiben. Und wir halten uns an dieses Verbot, obwohl das nach europäischem Recht rechtswidrig ist. Es gibt ein Gesetz in Europa, dass sie eigentlich sich solchen amerikanischen exterritorialen Sanktionen nicht unterwerfen dürfen.
weil die in Europa, wir sind ganz anderer Meinung. Wir glauben, man muss mit dem Iran Handel machen, damit wir den Vertrag erfüllen und er keine Bombe baut. Warum machen wir das trotzdem? Weil alle unsere Refinanzierungen im Bankensystem Dollar refinanziert sind. Und selbst die kleinste Kreissparkasse, die kleinste Volksbank, wird nicht riskieren, sozusagen von den Amerikanern vom internationalen Finanzsystem abgekoppelt zu werden. Und übrigens, der Sparkassendirektor möchte vielleicht auch mal ins Ausland reisen. Die Amerikaner setzen aber Leute, die in dem Verdacht stehen, gegen amerikanische Iran-Sanktionen zu verstoßen, setzen die notfalls im internationalen Flughafen von Kanada fest und stellen die dort unter Arrest. Wenn man das ändern will, dann geht es langfristig nur dadurch, dass die Europäische Union sich unabhängiger macht vom Dollar. Das geht nur, wenn sie langfristig den Euro zu einer internationalen Reservewährung machen. Eine internationale Reservewährung funktioniert aber nur, wenn die, die ihr Geld im Euro anlegen, so sicher sind, dass sie nie Angst haben müssen, ihr Geld zu verlieren. Das ist ja der Grund, warum die Staatsverschuldung in den USA x-fach höher sein kann als in Europa und trotzdem stört das keinen. Trotzdem kriegen die Amerikaner zu optimalen Zinsen Anleihen gezeichnet, einfach weil alle glauben, die USA geht nie pleite. Das funktioniert in Europa nur dann, wenn die Mitgliedstaaten des Euros sagen, wir verbürgen den Euro gemeinschaftlich. Nur dann, das ist ein Akt wirtschaftspolitischer Souveränität. Glaube ich, dass das schnell kommt? Nein, weil sie dafür in Europa Verträge ändern müssen. Aber was wir jetzt erleben, ist natürlich ein großer Schritt dahin. Deswegen wollen viele Nordeuropäer das ja nicht. Denn wenn Frau von der Leyen in ihrem Haushalt einen großen europäischen Investitionsfonds bekommt und der gedeckt sein muss durch Bürgschaften der Mitgliedstaaten Europas, und zwar jeder in der Größe seines Anteils am Bruttonationaleinkommen der Europäischen Union, Deutschland also rund 25%. Herr Bofinger, was ist denn das anderes als eine gemeinschaftliche Verschuldung? Absolut. Es kommt halt nur auf das Volumen an. Sind das 100 Milliarden, sind das 1.000 Milliarden, sind es 2.000 Milliarden? Ich meine, das ist ja dann die spannende Frage. Sie will auf 1.000 Milliarden. Aber meine Erfahrung mit Europa ist, erstens, alles dauert lange. Aber irgendwie, wenn es ganz eng wird, dann gibt es so einen unsichtbaren Kitt in der Europäischen Union. Weil der Verlust der Europäischen Union allen immer noch als das größte aller Übel erscheint. Und ich glaube, wir sind jetzt auf dem Weg dahin, jedenfalls wenn Frau von der Leyen sich durchsetzt. Das heißt dann nicht Eurobond oder Corona-Bond. Und im Übrigen, das haben wir beide ja immer diskutiert, natürlich ist auch der Ankauf von Staatsanleihen über die EZB nichts anderes als eine gemeinschaftliche Verschuldung. Denn wer haftet denn für die EZB? Natürlich die Mitgliedstaaten. Also es ist ein bisschen auch eine ideologische Debatte und manchmal auch eine sehr egoistische, weil die Nordeuropäer natürlich vor einer Sache Angst haben, dass bei einer Gemeinschaftshaftung ihr AAA-Rating etwas schlechter wird. Das ist natürlich die brutal nationale und egoistische Position. Aber ich glaube, langfristig kommen wir um Eurobonds nicht umher, jedenfalls dann nicht, wenn wir wirtschaftliche Souveränität Europas erreichen wollen. Man kann ja hoffen, dass es vielleicht ähnlich ist wie in der Euro-Krise, wo auch zunächst gesagt wurde, wir machen gar keine Fazilität, wo dann gesagt wurde, wir machen nur eine temporäre Fazilität, wo wir am Ende dann doch den ESM bekommen haben. Also das ist ja so ihr Argument, wenn der Druck groß genug wird, dann springt auch Europa und kann man ja zumindest hoffen. Weitere Fragen? Ist das okay, wenn wir so, haben Sie noch ein bisschen Zeit, Herr Gabriel? Oder müssen, ich hab noch Zeit, ja. Okay, wunderbar. Die bezieht sich noch ein bisschen mehr auf den Vortrag. Sehr geehrter Herr Gabriel, einerseits weisen Sie auf die große Bedeutung der Globalisierung hin, andererseits kritisieren Sie die Folgen eines zu laschen Regelwerks. Wie würde denn in Ihren Augen ein solches Regelwerk für den globalen Markt aussehen und wer liefert den Blueprint für solche Regeln? Da haben beispielsweise China und Europa sicherlich unterschiedliche Vorstellungen. Ich muss jetzt mal zurück und sagen, es gab ja eine globale Ordnung, auch wenn die nicht perfekt war. Diese globale Ordnung ist entstanden nach 1945 und zwar ganz wesentlich durch die Vereinigten Staaten von Amerika. Wir nennen das die Liberal Order.
Die Idee dabei war, dass nach den Erfahrungen von zwei Weltkriegen und weil die Amerikaner keine Lust mehr hatten, ihre Söhne in einen dritten Weltkrieg zu schicken, die gesagt haben, irgendwie müssen wir versuchen, dass die Welt auf der Basis von Verabredungen funktioniert und nicht auf der Verabredung von Gewalt. Zugegebenermaßen, die Amerikaner haben selber oft genug dagegen verstoßen. Vietnamkrieg, Nicaragua, Irakkrieg. Trotzdem hat diese Weltordnung relativ lange gut funktioniert. Also es, der Internationale Währungsfonds, die Weltbank, die Welthandelsorganisation, das Freedom of Navigation, das alles ist Teil dieser internationalen Ordnung gewesen. Die Proliferationsabkommen, also die Nichtweiterverbreitung von Nuklearwaffen, all das ist Teil sozusagen, es ist nicht so, dass da eine internationale Ordnung nach dem Motto, hier gibt es ein Buch, Artikel 1, 2, 3, 4, 5, da regelt das, sondern für unterschiedliche Felder, auf denen die Nationen Konflikte miteinander hatten, wurde begonnen, vertragliche Ordnungssysteme zu schaffen. Nicht perfekt, immer wieder auch krisengeschüttelt. Das hat so lange funktioniert, bis in Amerika rund um das Jahr 2000, eigentlich schon beginnend nach dem Zusammenbruch des Eisernen Vorhangs, eine Debatte über die Frage stattgefunden hat, ob eigentlich das Kosten-Nutzen-Verhältnis Einsatz von viel Geld für die Aufrechterhaltung der internationalen Ordnung und gleichzeitig auch eine sichere Handelsbasis für die USA, ob das Kosten-Nutzen-Verhältnis eigentlich noch stimmt. Und mit dem Aufstieg Chinas spätestens begann in Amerika die Debatte darüber, dass die Amerikaner sich, sie nannten das Hegemonial Overstretched empfanden, zu ausgedehnt. Die haben gesagt, wir können nicht mehr sozusagen die Weltordnung absichern, Freedom of Navigation machen, vieles andere. Ich meine, in früheren Pandemien standen die USA an der Front der Bekämpfung der Pandemie und haben international geholfen. Und es gab in den USA beginnend eine Diskussion, die gesagt hat, nee, wir müssen uns unsere Kraft eigentlich konzentrieren auf diesen einen neuen Wettbewerber und der ist China. Die Russen finden die Amerikaner auch nicht witzig, weil die sich da immer in die Wahlen einmischen, aber so ein bisschen empfinden die Russland so, wie Helmut Schmidt das mal gesagt hat, Russland als Obervolta mit Atomwaffen. Also als ein ökonomisch schwaches Land mit einem militärischen Koloss. Aber richtig den Wettbewerb um die internationale Vorherrschaft haben sie mit China aufgenommen. Und sie haben sich, um die Kraft dafür zu haben, aus Teilen der Welt begonnen zurückzuziehen. Und zwar nicht unter Trump, sondern schon davor. Obama hat gesagt, ich will raus aus Afghanistan. Obama hat gesagt, ich will raus aus Syrien. Sozusagen unter demokratischen Präsidenten gab es die Debatte, dass doch mal Schluss damit sein muss, dass Amerika 2/3 der Verteidigungslasten Europas bezahlt. Das alles hat was damit zu tun, dass nach 600 Jahren aus Sicht der Amerikaner das europäische Zeitalter zu Ende ist. Seit Entdeckung der Seepassage entlang Westafrikas nach Amerika hat sich ein europäisches Zeitalter herausgebildet. Der Atlantik war das Zentrum, das Gravitationszentrum der Welt. Die Amerikaner haben gemerkt, na, das geht eher in Richtung Pazifik. Obama war der Erste, der gesagt hat, Amerika ist eine pazifische Nation. Alle anderen amerikanischen Präsidenten davor hatten gesagt, Amerika ist eine transatlantische Nation. Und jetzt auf einmal merken wir, dort, wo die Amerikaner sich beginnen zurückzuziehen, gibt es kein Vakuum, sondern andere gehen da rein und versuchen, ihren Fußabdruck zu hinterlassen. Das sehen Sie in Syrien mit der Türkei, mit dem Iran, mit Russland. Das sehen Sie in Libyen mit diesen Mächten, wo selbst die Vereinigten Arabischen Emirate sich tummeln. Sie sehen überall dort, wo die Amerikaner rausgehen, beginnen sozusagen andere den Versuch, das zu ihrem Hegemonialfeld zu machen. Der Obama wusste, dass das kommt, deswegen hat der dieses Nuklearabkommen mit dem Iran machen wollen. Der sagt, wenn wir uns hier zurückziehen, dann müssen wir irgendwas anderes haben, wo auf vertraglicher Grundlage Stabilität in die Region kommt. Die Zerstörung des Nuklearabkommens durch seinen Nachfolger hat totale Instabilität in die Region gebracht. Und jetzt wieder zu erneuten Truppenbewegungen dahin. Also ganz fragile Lage. Es gibt
Wir leben heute in so einer Art G0-Welt, G0-Welt. Es gibt keine globale Ordnungsmacht. China ist noch zu schwach, Amerika will das nicht mehr, Europa ist zu schwach, das zu tun. Und der Multilateralismus, den die Chinesen und die Russen und so weiter hochhalten, naja, das ist ein Multilateralismus à la carte. Wenn es gut für sie ist, sind sie für internationale Ordnung. Wenn es nicht gut für sie sind, kümmern sie sich nicht drum. Und das ist die aktuelle Schwäche und die wird noch eine Weile dauern, bis sozusagen wieder das Bewusstsein wächst, dass daraus eigentlich nichts Gutes erwachsen kann, dass es keine globale Verabredung gibt. Die schlimmste, am schlimmsten ist das übrigens bei der Weiterverbreitung von Nuklearwaffen. Es gibt einen Vertrag, Non-Proliferation Treaty, bei dem gesagt wurde, okay, es gibt ein paar Nuklearstaaten, die anderen verzichten darauf. Und weil die darauf verzichten, ermöglichen wir ihnen die friedliche Nutzung der Atomenergie zur Stromerzeugung. Das ist ein bisschen die Idee gewesen. Inzwischen erleben sie, weil sich die Russen und die Amerikaner nicht mehr darum kümmern, sind die Einzigen, die das wirklich können, und weil China längst zur Nuklearmacht geworden ist, dass überall auf der Welt nuklearwaffenfähige Technologien verbreitet werden. Das daran sieht man, dass sie keine globale Ordnung haben, weil verhindern können das nur drei Staaten. China, Russland, USA. Und auch nur dann, wenn sie zusammenarbeiten. Wenn sie das nicht tun, dann verteilt Pakistan weiter seine Nuklearwaffenfähigkeiten. Nordkorea tut das, andere tun das. Und das ist zurzeit gerade das Mittel der Wahl für jeden Diktator. Wenn der sich unangreifbar machen will, beschafft er sich diese Art von Waffen. Die Lernerfahrung der letzten drei Jahre ist, wenn du die Atombombe hast, wie Kim Jong-un in Nordkorea, dann kommt der amerikanische Präsident und verhandelt mit dir und sagt sogar, er sei mit dir in Liebe verfallen. Du blöd bist wie die Iraner, mit den Europäern einen Vertrag darüber zu machen, keine Atombombe mit sich zu beschaffen, dann kriegst du amerikanische Sanktionen. Das ist gerade die Lehre, die viele ziehen. Und sie beginnen den Versuch, sich in den Besitz von Nuklearwaffen zu bekommen. Das zeigt sozusagen, dass wir derzeit in einer Phase sind, wo es keine funktionierende globale Ordnung gibt. Und das hat was damit zu tun, dass Amerika sich aus seiner Rolle rauszieht, kein neuer reingeht und Europa nie dafür gemacht war, eine weltpolitische Rolle einzunehmen. Europa ist gegründet worden, um sich rauszuhalten aus der Welt. Weil als Europa sich in die Welt eingemischt hat, war das für den Rest der Welt ziemlich gefährlich, vor allem, wenn wir Deutschen das gemacht haben. Und deswegen war die Idee nach 1945, dass die internationalen Interessen Europas von ein bisschen von Frankreich, ein bisschen von Großbritannien, vor allen Dingen aber von den USA wahrgenommen werden. Und Europa sollte sich um sich selber kümmern. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo Europa zum ersten Mal lernen muss, selbst zum globalen Akteur zu werden. Und das haben wir noch nicht getan. Diesen Lernprozess, da sind wir mittendrin. Ja, vielen Dank. Die Frau Müller ist jetzt, glaube ich, dran. Sehe ich das richtig? Ja, bitteschön. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, Herr Gabriel, für Ihren Vortrag. Sie haben das so ein bisschen gestreift, dieses Thema, und zwar das Erstarken des rechten Randes oder generell der extremen Ränder. Sie haben das ja jetzt so 2015 und in der Zeit danach sehr intensiv alles miterlebt. Gibt es da Lehren, die wir aus dieser Zeit ziehen können, um jetzt diese instabile Situation, die wir jetzt erleben, vielleicht anders zu bewältigen, was eben den Populismus angeht? Gibt es da irgendwelche Lehren? Und wenn ja, was sind die Lehren, die wir da jetzt draus ziehen können? Oh wei, das ist ein abendfüllendes Thema. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich will erstmal ein bisschen relativieren, dass das alles so neu ist. 1980 gab es in München ein Attentat auf dem Oktoberfest, ausgeführt von mindestens einem Rechtsterroristen. Daraufhin hat der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt einen Studienauftrag gegeben über die Frage Rechtsradikalismus in Deutschland. Das ist die berühmte Sinus-Studie, die ist veröffentlicht worden unter der Überschrift 5 Millionen Deutsche wollen wieder einen Führer, 13% rechtsextremes Wählerpotenzial in Deutschland. Das war Westdeutschland, das war die alte Bundesrepublik. Die Leute übrigens haben gewählt, NPD nur mit 0,2% oder so. Das heißt, die Menschen haben CDU gewählt, SPD, FDP, Grüne gab es noch nicht so richtig, hatten aber rechtsradikale Ideen im Kopf, jedenfalls 13% von denen.
Sie haben sich subjektiv als Demokraten empfunden, haben aber richtig faschistoide Vorstellungen im Kopf gehabt. Warum sage ich das? Weil in so komplizierten Gesellschaften wie bei uns wäre es ein Wunder, wenn es sowas nicht auch gäbe. Was hat sich verändert? Die sozialen Netzwerke haben natürlich dazu beigetragen, dass diese Leute sich jetzt viel einfacher kennenlernen können, als das früher der Fall war. Ich will es jetzt nicht verniedlichen, aber einen im Dorf gab es immer, der ein bisschen schräg war. Der Vorteil war, die kannten sich nicht. Die kennen sich alle jetzt. Die treffen sich in ihren Echokammern und radikalisieren sich dort. Und natürlich sind komplizierte Gesellschaften neigen auch dazu, dass Menschen nach einfachen Erklärungsmustern suchen. Ich meine, dass Leute jetzt an Verschwörungstheorien glauben, ist ja auch nicht ganz neu. Ich weiß als Umweltminister, dass ich alle Menschen wollten schnelles Internet haben, aber wenn ein UMTS-Mast in der Nähe war, waren die der festen Überzeugung, dass wir sie jetzt Strahlen verseuchen. Was glauben Sie, wie viele Leute mir geschrieben haben, dass diese Kondensstreifen am Himmel nichts anderes seien als Versuche, sie sozusagen zu verwirren oder die Menschheit zu vergiften. Also so komplizierte Gesellschaften haben immer auch einen Teil von Menschen, die suchen nach einfachen Erklärungen. Was kann man dagegen tun? Die Demokratie hat nur ein einziges Mittel. Das ist Aufklärung. Es gibt kein anderes Mittel in der Demokratie. Der Glaube an Kant, der sagt, Aufklärung, ja, die Befreiung aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Mit Menschen reden, das zum Beispiel, glaube ich, macht Politik zu wenig. Das ist jetzt auch schwierig, aber auch vor Corona ist es so, dass wir oft Entscheidungen treffen, aber relativ wenig uns diesen komplizierten Debatten stellen, die man dann ertragen muss. Und ich weiß wirklich, wovon ich rede. Das ist anders als ein Webinar. Es ist anders an der Hochschule. Sie lernen Leute kennen, wo sie die ganz anders sind als Sie und wo es manchmal schwierig ist, denen zuzuhören. Aber das macht Politik zu wenig. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, die Sie haben. Sie haben nur die Möglichkeit, in einer aufgeklärten Gesellschaft zu versuchen, mit Aufklärung Staatsbürgerinnen und Staatsbürger zu werden. Das ist übrigens der Unterschied zwischen dem Volk, an das die Rechtspopulisten immer appellieren. Wir sind das Volk sind wir. Demokratische Politik appelliert nicht an ein anonymes Volk, sondern an den aufgeklärten Staatsbürger und an die aufgeklärte Staatsbürgerin. Das ist ein ganz anderes Verständnis. Ich glaube, eine andere Möglichkeit haben Sie nicht oder haben wir nicht. Dankeschön. Aber noch ein, zwei Fragen oder auch jemand, der live mitmachen möchte? Wir haben noch Fragen. Sie hatten jetzt schon Europa angesprochen. Sie haben die Anleihenkäufe der EZB angesprochen. Wie stehen Sie denn zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts? Nein, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, wenn man jetzt mal dem Verfassungsgericht folgt, dann sagt das ja eigentlich nicht viel mehr, als dass die Europäische Zentralbank etwas getan hat, wovor die Politik sich gedrückt hat. Nämlich die rechtlichen Grundlagen dafür zu schaffen, dass solche Anlageaufkaufprogramme rechtmäßig sind. Und das stimmt ja. Ich meine, Draghi hat auch nichts anderes gemacht, als Last Man Standing zu spielen, weil die europäischen Staats- und Regierungschefs zu feige waren, zu sagen, wir verbürgen den Euro und whatever it takes, wir werden ihn verteidigen. Also die EZB ist doch in das Handlungsvakuum der europäischen Politik eingesprungen. Dass das Verfassungsgericht das kritisiert, ist jetzt nicht völlig überraschend. Trotzdem hat das Urteil natürlich enormen politischen Schaden zur Folge. Das Erste ist, Sie müssen mal hören, wie die Ungarn und die Polen darüber reden. Die finden dieses Urteil super. Warum? Naja, weil die natürlich auch der Überzeugung sind, dass es den Europäischen Gerichtshof auf Deutsch gesagt einen Scheißdreck angeht, wie sie ihre Rechtsprechung in Polen organisieren. Und ich sage, guck mal, das deutsche Verfassungsgericht entscheidet und das deutsche Verfassungsgericht sorgt dafür, was Recht ist in Deutschland und nicht dieser komische Europäische Gerichtshof. Sie müssen ja wissen, dass Ungarn und Polen von dem EuGH verklagt sind wegen Verletzung der Rechtsstaatlichkeit in ihren Ländern, der Gewaltenteilung,
der Unabhängigkeit der Justiz. Und diese autoritären Führungspersönlichkeiten da, wie Orban und Kaczynski, die jubeln natürlich, weil die sagen, da könnt ihr mal sehen, endlich hat es mal das deutsche Verfassungsgericht denen da in Brüssel gezeigt oder in Straßburg. Das Zweite ist, bei anderen europäischen Staaten entsteht der Eindruck, da kannst du mal sehen, europäisches Recht gilt so lange, solange es nicht Deutschland tangiert. Wenn die Deutschen unzufrieden sind, dann sorgen sie dafür, dass sie davon nicht betroffen sind. Also der politische Schaden des Urteils ist schon ziemlich groß. Wie wird der praktische Schaden sein? Ich glaube nicht besonders groß, denn natürlich wird die EZB und die Bundesbank werden jetzt die Begründungen für die Aufkaufprogramme nachliefern, wo das Verfassungsgericht gesagt hat, dass es diese Begründungen nicht gibt. Ein bisschen war das Verfassungsgericht ja auch feige. Es hat ja den eigentlichen Klagegrund der Abgeordneten, die gesagt haben, das ist monetäre Staatsfinanzierung. Da hat das Verfassungsgericht ja nicht sich getraut, das zu sagen. Obwohl es das natürlich ist. Natürlich ist das monetäre Staatsfinanzierung, was die da machen. Also wenn ich selbst Subprime-Anleihen aufkaufe, damit der Staat die los wird, was soll das sonst sein? Das hat sich die EZB, hat sich der Bundesgerichtshof, aber das Bundesverfassungsgericht aber nicht getraut, das zu tun. Und deswegen glaube ich, werden die ganz praktischen Konsequenzen des Urteils überschaubar groß bleiben. Der politische Schaden ist ziemlich groß. Dankeschön. Noch ein, zwei Fragen? Vielleicht ein paar persönliche Fragen zum Abschluss. Das ist eine zweigeteilte Frage. Einerseits haben Sie als Wirtschaftsminister den Jahresbericht des Sachverständigenrats gelesen. Und wenn Sie jetzt am Anfang Ihrer politischen Karriere wären, würden Sie heute wieder der SPD beitreten oder einer anderen Partei? Also die erste Frage ist einfacher. Die habe ich schon deshalb gelesen, weil ich mich mit dem Sachverständigenrat immer rumstreiten musste. Mit Herrn Bofinger weniger, aber mit seinen Kollegen. Also das insofern, natürlich habe ich das gelesen. Herr Bofinger und ich hatten in der Zeit viel, viel Begegnungen. Mit der SPD. Ich würde heute, oder warum bin ich mal in die SPD eingetreten? Das war für mich die Partei, die, und ist sie von ihrer Vorstellung immer noch, die Partei, die dafür eintritt, dass Menschen unabhängig von der Frage, welche Hautfarbe sie haben, wie viel Geld die Eltern haben, welches Geschlecht, welche Religion, das Recht haben, aus ihrem Leben was zu machen. Freiheit ist die eigentliche Idee von Sozialdemokratie. Freiheit nicht nur von Not und Unterdrückung, sondern Freiheit, aus seinem Leben was zu machen. Nun muss jeder Mensch aus seinem Leben selber was machen, das kann keine Partei tun, aber Bedingungen dafür schaffen, dass jedes Leben frei sein soll. Bedingungen dafür schaffen, dass es nicht vom Einkommen der Eltern abhängt, nicht von Beziehungen, nicht von Geschlecht und Religion. Sich das zum Ziel zu setzen, das ist die ursprüngliche Idee von Sozialdemokratie. Und die finde ich heute nach wie vor richtig. Ich gebe allerdings zu, dass ich mit dem, wie nennt man das heute in Neudeutsch, mit der Performance meiner Partei so meine Schwierigkeiten habe. Auch damit, dass sie, glaube ich, nicht mehr so genau weiß, wozu sie da ist und woher sie kommt. Aber man soll die Hoffnung ja nicht aufgeben, dass es wieder eine Generation gibt, die das neu entdeckt. Die Idee von Sozialdemokratie, das Leben übrigens nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt so zu gestalten, dass Globalisierung zum Beispiel nicht Reichtum für wenige ist, sondern Gerechtigkeit für alle. Solche Ideen finde ich heute nach wie vor hochaktuell. Dankeschön. Noch eine letzte Frage? Oder vielleicht eine anschließende Frage. Wie kann die SPD denn dann wieder zur Volkspartei werden und wen sehen Sie als möglichen nächsten Kanzlerkandidaten Ihrer Partei? Nee, das sieht schon so aus, als ob der Olaf Scholz das werden wird. Wie groß die Erfolgschancen sind angesichts der aktuellen Umfragen, ist eine andere Frage. Aber verstehen Sie, für eine Partei wie die SPD ist es gar nicht so wichtig, die Frage zu beantworten, bin ich jetzt auch in der nächsten Regierung? Wenn die SPD da nicht drin ist, geht die Welt nicht unter, weder für uns noch für die SPD. Die Frage ist, entwickelt sie, egal ob in oder außerhalb der Regierung, wieder eine Vorstellung dafür, für wen und für was sie da ist? Und traditionell war die Sozialdemokratie das Bündnis zwischen denen, denen es eigentlich ganz gut geht in der Gesellschaft und denen, denen es nicht so gut geht. Sie hat Brücken gebaut zwischen der organisierten Arbeitnehmerschaft
kritischen Intellektuellen und aufgeklärtem Bürgertum. Die Sozialdemokratie war stark, wenn sie diese drei gesellschaftlichen Gruppen zusammengekriegt hat, wenn sie sozialliberale Politik gemacht hat. Liberal nicht im Sinne von neoliberal oder wirtschaftsliberal, sondern von bürgerrechtsorientiert liberal, von weltoffen, der Welt zugewandt. Und wenn sie das wieder entdeckt und nicht immer den Fehler macht, in der Regierung sozialliberale Politik zu tun, aber wenn sie Programme beschließt, linksradikale Programme zu machen und immer enttäuscht ist, dass das nicht funktioniert. Denn auf der Linken gibt es eine Partei, die hat das besetzt, die heißt die Linkspartei. Und es gibt die Grünen, die haben sozusagen ihr Profil. Sozialdemokraten müssen eigentlich versuchen, wirtschaftliche Modernität und soziale Sicherheit zusammenzubringen und übrigens auch Nachhaltigkeit. Also das ist eigentlich die Aufgabe und dafür muss sie in der Lage sein, Bündnisse zu schließen und sie muss sich wieder zum Ziel setzen, Mehrheiten zu bekommen und nicht nur Leute über Parteilisten in die Parlamente zu schicken. Also ich habe in meinem ganzen Leben ich habe Listenplätze nie interessiert. Ich wollte immer meinen Wahlkreis direkt gewinnen und habe es auch immer geschafft. Ich finde, das ist doch das Salz in der Suppe von Politik, dass sie die Mehrzahl der Menschen, für die sie kandidieren, davon überzeugen, dass sie und ihre Partei die Richtigen sind. Wenn sie das nicht mehr machen, sondern nur noch auf den Parteitag gehen und irgendwie in der Hoffnung, möglichst linke Sprüche zu klopfen, einen vorderen Listenplatz kriegen, na gut, dann brauchen die Menschen sie nicht. Und ich glaube, dieser Prozess des Nachdenkens, der muss in der SPD neu einsetzen. Jetzt ja. Und Sie meine Tochter noch kennenlernen. Ja, gerne. Jetzt so gucken. Ich komme sofort. Ja? Haben Sie es verstanden? Nicht so ganz. Ich will mit Elsa spielen. Das ist Elsa Eiskönigin. Also, die muss ich jetzt raussuchen. Ja, wir haben jetzt auch wirklich Ihre Zeit sehr stark beansprucht. Ganz, ganz herzlichen Dank. Das war ein faszinierender, ein toller Vortrag. Es war eine spannende, lebhafte Diskussion. Also man sieht, man kann auch digital eine ganze Menge an Spannung und auch an interessanter Diskussion bekommen, wobei natürlich der volle Hörsaal auch so seine Vorteile hat. Und wir würden uns freuen, wenn Sie irgendwann dann auch mal wieder live in Person dann in Würzburg erscheinen würden. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Das war eine ganz tolle Veranstaltung. In Würzburg bekommt man normalerweise einen Boxbeutel als Honorar für Vorträge. Den kann ich jetzt leider nicht digital überbringen, aber das schaffen wir auch mit anderen Transportmöglichkeiten. Also nochmal herzlichen Dank allen Teilnehmern, auch all denen, die tolle Fragen gestellt haben, und dann wünsche ich allen noch einen schönen Tag. Vielen, vielen Dank. Alles Gute, tschüss. Danke. Tschüss.